Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 11. Lesung des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums, ein Buch von dem reformatorischen oder protestantischen Schreiber aus dem 19. Jahrhundert aus England, James Aitken Wylie, der viele verschiedene Bücher geschrieben hat. Auf eins gehen wir auch gleich in der Lesung nochmal ganz kurz drauf ein, weil das mein Bruder Tom Fress gelesen hat auf First Amendment Radio. Und diejenigen, die Englisch können, den kann ich nur anraten, sich dieses Buch mal anzuhören, von Tom gelesen. Man kann es natürlich auch runterladen und selbst lesen, kann man auch tun. Aber bevor wir in die Lesung gehen, heute, das ist ja inzwischen bei uns jetzt eine, ich mag das Wort nicht, aber eine, na, Tradition sage ich deswegen auch nicht, aber eine Gewohnheit geworden, dass der Alexander uns ein schönes Musikstück einspielt. Und das hat er diese Woche wieder wunderbar getan. Ich habe sogar daran gedacht, es den Leuten in Skype rechtzeitig vorher zu verteilen. Also es ist in der Gesprächsrunde verteilt. Jeder kann sich das gleich abspielen. Ich hoffe, dass die Mikrofone alle zu sind, dass wir das nicht zweimal hören, was ich spiele und was die Leute spielen. Alexander hat sich zusammen mit seiner Tochter hingesetzt und hat ein wunderbares Stück Musik produziert. Und das hören wir uns jetzt mal eben zur Einstimmung an die Lesung über das Doppelgesicht des Papsttums gleich mal an. Film ab. Schön. Ich glaube, besser kann man sich auf so eine Lesung gar nicht einstimmen. Und was ich da noch gerne zu sagen möchte, ist, dass so ein kleiner Musikkreis, ob das jetzt im Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis stattfindet, auch genau der Kreis ist, mit dem wir uns angewöhnen sollten, auch unsere Studien zu machen, Bibelstudien und solche Dinge. Immer mit Gleichgesinnten zusammen, aber nicht in großen Kongregationen, nicht in großen Versammlungen, nicht in sogenannten Kirchen, weil da ist immer der Abfall zwischen. Aber wenn wir das klein halten, dann werden wir auch da richtige Erkenntnis draus ziehen bei unseren Studien. Und dann kann man solche fantastische Musik, wie die beiden uns gerade eben vorgetragen, auch sehr gut spielen. Ohne dafür wahrscheinlich jetzt 2 Wochen oder was geübt haben zu müssen, weil das haben sie sicherlich nicht. Und dann klingt es auch wirklich natürlich, auch wenn hier und da vielleicht ein kleiner Fehler sein mag, aber das macht ja eben gerade den Charme einer solchen Aufnahme aus. Und ich möchte gar nichts anderes hören, als mich am Sonntagabend mit den Lesungen, mit solchen Liedern von Alexander einzustimmen. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank, Alexander, dass du uns das zur Verfügung gestellt hast.
Und dann gehen wir jetzt in die Lesung Das Doppelgesicht des Papsttums. Wir beginnen heute ein neues Kapitel, nämlich auf Seite 135 im PDF, wie ihr seht, sechstes Kapitel bereits, das untergetitelt ist Das kanonische Gesetz. Und da werde ich gleich mal ein Bild so einblenden, da muss ich das gleich nicht mehr machen. Das ist nämlich das hier vom Juris Civilis, ja, Corpus Juris Civilis, Justinianae. Ja, also das ist dann die lateinische Version von dem Justinian. Ist die Existenz eines Systems, wie das in den vorigen Kapiteln beschriebene, an sich ein großes Unglück für das Menschengeschlecht, so ist es doch noch trauriger, dass es als ein förmlicher Gesetzeskodex besteht, nach welchem jeder römische Geistliche zu handeln und sein Amt zu verwalten verpflichtet ist. Nun, zu diesem Thema, habe ich bereits angekündigt, hat Tom Fress ein Buch gelesen, auch von James Atkin Wiley. Das heißt auf Deutsch übersetzt Rom und bürgerliche Freiheit. Der Originaltitel ist Rome and Civil Liberty. Das findet man unter diesem Link hier, YouTube-Abspielliste auf First Amendment Radio, und kann sich das dort anschauen. Man kann das Buch aber auch einfach gratis aus dem Internet herunterladen. Und eben weil James Atkin Wiley dieses Buch geschrieben hat, das sich mit nichts anderem als mit den, ich sag mal, gesetzlichen Auswirkungen der Hand Roms in unserem Leben auseinandersetzt, ist James Atkin Wiley wirklich dafür, ich sag mal jetzt, prädestiniert, um uns über das kanonische Gesetz auch etwas zu erzählen. Also wir lesen das hier jetzt nur in einem kleinen Kapitel in dem Buch. Und da könnt ihr sagen, von ja gut, das schreibt er hier, aber vielleicht steckt da noch viel mehr hinter oder was. Ja, das kann sein, aber dieser Autor ist wirklich sehr gut informiert über dieses Thema, auch wenn das hier nur ein kleines Kapitel ist, das er damit abdeckt. Das Buch Rome and Civil Liberty, also Rom und bürgerliche Freiheit, handelt von der päpstlichen Aggression in ihrem Verhältnis zur Souveränität der Königin und zur Unabhängigkeit der Nation. Und da kann man natürlich das aus dem, weil das ja aus dem 19. Jahrhundert ist, kann man die Souveränität der Königin auch ersetzen mit der zwischen Anführungszeichen Souveränität der Regierung in dem Land, in dem ich wohne, und zur Unabhängigkeit der Nation. Ist meine Nation überhaupt unabhängig, wenn sie im Grunde von Gesetzen gesteuert wird, die aus Rom kommen? Das ist eine interessante Frage und das wird in dem Buch geklärt. Und das werden wir auch in der Lesung heute hier ein wenig näher erläutern und uns anschauen. Dieser Gesetzeskodex, dieser ist das sogenannte kanonische Gesetz. Es verdankt einer langen Reihe von Menschenaltern seine Entstehung und erinnert in dieser Beziehung an die Koralleneilande des stillen Ozeans, die, der Schrecken der Seefahrer, von vielen Myriaden Insekten allmählich aus dem Schoße des Ozeans an seine Oberfläche emporgearbeitet werden. Wo ein Geschlecht dieser kleinen Baumeister das Werk gelassen, da nahm es das andere wieder auf. Und so wuchs ungesehen in dunkler Tiefe die Masse, ob's oben stürmte oder heiter war. In ähnlicher Weise haben unzählige Mönche und Päpste in der Tiefe dunkler Zeitalter mit ebenso emsiger und geräuschloser, wenn freilich nicht so unschuldiger Tätigkeit wie jene Tierlein endlich das kanonische Gesetz zutage gearbeitet. Also mit anderen Worten sagt uns James Atkin Wiley hier, diese Gesetze, diese ganzen hunderte Seiten dicke Werke, die das zwischen Anführungszeichen Zusammenleben in einer Gesellschaft regeln sollen, weil dafür sind Gesetze ja normalerweise da. Diese kanonischen Gesetze sind über lange, lange Zeiten entstanden, über mehrere Generationen und durch unzählige Mönche. Das heißt, sie sind in Klöstern entstanden. Wir müssen uns davon bewusst sein, dass die Tradition eines Klosters, wie sie wir es in der römisch-katholischen Kirche kennen, etwas ist, was aus Babylon kommt, was aus dem Heidentum kommt. Dass Menschen, Männer oder Frauen, abgeschieden leben, ja, abgeschieden von der normalen Gesellschaft, abgeschieden von der normalen Welt, sich davon abtrennen und darin irgendwelche Dinge ausdenken, sich wie zum Beispiel jetzt bestimmte Gesetze und solche Sachen, das hat Tradition bei den Heiden. Ich wette, dass eine ganze Menge Leute noch nicht einmal wissen, dass zum Beispiel unser ganzes Buchhaltungssystem, so wie wir es heute in der Moderne kennen, auf dem Rücken von römisch-katholischen Mönchen gewachsen ist. Die haben das erfunden. Die haben das in die Welt gebracht.
Und die ersten, die davon stark profitiert hatten, waren die Tempelritter im 11. und 12. und Beginn des 13. Jahrhunderts unter anderem. Ja? Aber das ist entstanden, diese ganze Buchhalterkunst ist entstanden aus Klöstern, aus dem römischen Katholizismus. Das wissen sich ja viele Leute nicht. Und das ist auch mal interessant zu erfahren. Was sich da hinter diesen geschlossenen Mauern abspielt, das ist nicht nur Missbrauch, das sind nicht nur satanische Rituale, das ist nicht nur Kindesmissbrauch, das ist nicht nur Vergewaltigung von Frauen und Männern und Menschenseelen, sondern das sind auch solche enormen Werke, die davon kommen. Ein kleiner Einblick wurde uns mal gewährt, diejenigen, die den Film gesehen haben, Der Name der Rose mit Sean Connery, ein Film, glaube ich, aus den 80er Jahren inzwischen, also der schon ein wenig älter ist, den ich zu Anfang auch überhaupt nicht verstanden habe, als ich ihn geguckt habe, weil der ist auch nicht so leicht. Aber der handelt auch davon, wie Mönche in diesem Kloster sind und Bücher kopieren. Ja, damals gab es noch keine Buchdruckkunst, da mussten Bücher noch kopiert werden. Und es wurden nicht nur Bücher kopiert, nein, es wurden auch Bücher geschrieben. Und da kriegt man schon mal einen kleinen Einblick, in was in dieser geschlossenen Gesellschaft alles passieren kann. Das wollte ich nur mal eben zur näheren Erklärung hierbei sagen, bevor wir jetzt mit dem Buch fortfahren. Da hat euch jemand einen Kommentar, habe ich den Eindruck. Ja, ich. Und zwar ist es mit diesen Klöstern nämlich ein Verstoß gegen das Markus-Evangelium, wo drin steht im Kapitel 16, Vers 15. Und er, also sprich Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also wenn ich mich dann, natürlich ist ja damals der Auftrag an die Jünger gegangen, das war ja noch zu Zeitpunkt, wo Jesus Christus jetzt hier vor der Kreuzigung ja noch gelebt hat. Nur ist der Punkt der, dass du halt im Kloster halt niemandem in irgendeiner Art und Weise jetzt deinem Nächsten irgendetwas Gutes tun kannst, außer halt demjenigen, der eben auch dieses Klosterleben da bevorzugt. Aber es ist meiner Meinung nach eben überhaupt nicht biblisch. Es dürfte uns ja nun auch nicht besonders überraschen, Bruder, dass die römisch-katholische Kirche genau das tut, was 180 Grad gegenüber der Lehre Jesu Christi ist, nicht wahr? Von daher, ich habe heute Morgen hatte ich eine Premiere gespielt auf meinem YouTube-Kanal, auf dem deutschen Kanal mit Gott und den Faschisten und habe da in einem Kommentar eine Buchempfehlung bekommen, eines Buches. Ich kann euch das mal eben zeigen, weil ich habe das ja gleich runtergeladen und geöffnet. Das Buch heißt Das Evangelium nach Rom. Also wie Rom im Grunde, wenn man jetzt Rom, die Lehre von Rom gegenüber der Heiligen Schrift stellt, davon ein Buch von James G. McCarthy, das 448 Seiten lang ist, wo ich mal kurz reingeschaut habe. Und was ich immer am allerersten mache, ist, wenn ich so ein neues Buch habe, das ist, ich gehe auf eine Wortsuche und ich tippe da dann zum Beispiel das Wort Antichrist ein. Also wenn ich ein Buch habe, wo das Evangelium der Bibel verglichen wird mit dem, was Rom lehrt, dann interessiert mich doch, erwähnt der Autor irgendwo, dass das Papsttum der Antichrist ist? So, und dann sucht das Ding die ganze Zeit durch und kommt nachher bei einer Anbefehlung von Dave Hunt, Die Frau und das Tier, da steht Antichrist. Das heißt, in dem ganzen Buch von diesem McCarthy hier steht das Wort Antichrist nicht einmal darin. Das heißt, der schreibt ein Buch, ohne überhaupt zu der Entdeckung zu kommen, dass das Papsttum der Antichrist ist. Das ist eine Entdeckung, die Dave Hunt in seinem Buch Die Frau und das Tier auch nicht gemacht hat. Dave Hunt war Zeit seines Lebens ein Futurist. Ja, er war auch belogen von der Zukunftslehre, wie so viele andere. Ja, es geht hier um das Kommen des Antichristen, also futuristische Lehre. Das Buch ist sehr gut, ne? Da sage ich nichts von, das kann man gerne lesen. Nur, das Buch ist nicht geschrieben mit der historischen Sicht auf die Dinge. Und dieses Buch hier auch nicht. Deswegen dachte ich, das könnte ja interessant sein zu lesen. Ich habe dann da reingeschaut, habe ein bisschen reingelesen. Nein, das scheint wirklich nicht interessant zu sein. Nur eine Sache hat sich mir offenbart. Und dafür bin ich dann wieder dem Herrn dankbar. Es passiert ja nichts durch Zufall. Ich habe jetzt angefangen mit Maximilian ein Buch zu lesen über die Königin von Rom, die Königin des Islam und die Königin von allen. Wir sind da in den ersten drei Lesungen, haben wir jetzt gelesen, von dem Heiligen Lexikon über Maria. Und siehe, hier ist ein großer Teil dieses Buches, nämlich bis Seite 252 von Seite 195, der Maria gewidmet. Das werde ich mir mal anschauen und sehen, ob man das eventuell in die Lesung, die wir jetzt noch machen, integrieren kann. Von daher schön, dass ich den Tipp bekommen habe.
Aber das ganze Buch, kann ich euch so schon sagen, taugt in der Hinsicht nicht besonders viel, weil wenn einer das Evangelium der römisch-katholischen Kirche vergleicht mit dem Evangelium aus der Bibel und nicht deutlich zu dem Schluss kommt, dass a. das Papsttum der Antichrist ist und b. dass die römisch-katholische Kirche keine christliche Kirche ist, dann ist das Lesen eines solchen Buches vergebene Liebesmühe und deswegen tue ich das hier nicht. Bin aber trotzdem dankbar dafür, dass ich den Hinweis bekommen habe. Aber erstmal müssen wir ja hier das Buch Das Doppelgesicht des Papsttums weiterlesen und auslesen. Das ist ja auch noch eine Zeit lang, wo wir damit beschäftigt sind. Wir sind ja erst auf Seite 135 und wenn ich ständig weiterhin solche Abweichungen mache wie heute, dann dauert das noch länger. Aber ich fand es doch auch mal wichtig, diese Dinge eben mitzuteilen und Michael hat ganz recht, wenn er sagt, die Lehre dieser Klöster, wo sich die Leute einschließen, und zwar sowohl Männer wie Frauen, ist total entgegen der Bibel. Ich bin sicher, es gibt noch andere Bibeltexte als den, den Michael gerade angeholt hat, wo wir das rauslesen können, aber der Text, den er gerade vorgelesen hat, bestätigt das sicherlich schon mal. Danke, Michael, für deinen Beitrag hierzu. Es ist die Arbeit nicht eines Einzelnen, wie es zum Beispiel der Justinianische oder Napoleonische Kodex ist, sondern vieler Geister. Eine Sammlung von Konstitutionen oder Kanones der Konzilien, von Dekreten der Päpste und von Traditionen, welche irgendwann einmal die päpstliche Bestätigung erhalten haben. Ich habe hier noch ein anderes Bild von dem Corpus Juris Civilis. Und das sind Gesetze, die sind heute immer noch in Wirkung. Ja, also es ist nicht, dass das im 6. Jahrhundert entstanden ist und dass das heute nichts mehr gilt. Oder im 5. Jahrhundert, Entschuldigung, ich glaube es war das 5. Jahrhundert. Michael, hilf mir eben. Wir sind ja heute Nachmittag, haben wir noch drüber gesprochen in der englischen Sendung. War es in 530 irgendwas, dass das war? 530, 540, ne? Ja, ich meine auch, aber ich und Zahlen jetzt wieder. Oder? Ja gut, also 6. Jahrhundert wird es, Anfang des 6. Jahrhunderts irgendwo wird es gewesen sein, dass das entstanden ist. Na, lesen wir vielleicht auch hier gleich noch. Und dass das halt so, ja, hier steht, Mensch, steht doch hier ganz groß im Bild, ich Idiot. 529 bis 534, ey. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja. Es regnet draußen, ich habe noch Regentropfen auf der Brille. Ja, bei uns regnet das auch den ganzen Tag. Aber ich habe mich so auf den Text hier konzentriert und darauf geguckt, dass ich das Bild gar nicht richtig angeschaut habe. Ja, also Anfang des 6. Jahrhunderts, wie ihr seht, ist das also entstanden. Aber das ist heute immer noch gültig. Ne? Also, dass man sagt von, ey, das ist schon 1500 Jahre alt, also will doch kein Mensch mehr wissen. Nee, wissen will man das eigentlich nicht. Aber gelten tut es leider immer noch. Ja, und vor allen Dingen, wieso ist denn immer noch Justitia so das Aushängeschild der Justiz, also als Logo her, die mit den zwei Waagschalen? Ne? Ja, weil das eine heidnische Göttin ist, die christianisiert wurde mit der missionarischen Adaption. So, jetzt gehen wir aber endgültig weiter. Jedes neue Ereignis, jede neue Streitfrage brachte eine neue Bestimmung. Und so kam es dazu, dass endlich die unfehlbare Bestimmung über fast jeden möglichen Fall bereits vorhanden war. Da hatte nun in der Tat diese Maschinerie ihre größtmögliche Vollkommenheit erlangt, so dass seitdem das römische Statutenbuch, welches gleich der künstlichen neueren Erfindung größter Biegsamkeit mit staunenswerter Kraft vereinigt, die Angelegenheiten eines Königreichs ebenso leicht wie die einer Familie regeln kann. Wie der Elefant mit seinem Rüssel Bäume ausreißt und kleine Geldstücke aufhebt, so konnte Rom ein Reich vernichten, einen König vom Throne schleudern und für einen Ketzer den Brandpfahl errichten oder eine kleine Familienintrige leiten. Als ein von dem Vulkan des Vatikans und seinen kunstreichen Gehöfen geschmiedetes Stahlnetz umschloss das kanonische Gesetz die ganze katholische Christenheit. Naja, Christenheit ist hier natürlich schlecht gewählt, da wir wissen, dass katholisch und Christentum zwei verschiedene Paar Schuhe sind, aber ihr versteht, was der Autor damit sagen will. Heutzutage erscheint eine kurze Behandlung dieses Gegenstands von großer Wichtigkeit, da unter anderem Dr. Wiseman, von dem ich gleich ein Bild raussuchen werde, so offenherzig gewesen, zu verraten, dass es seine Absicht ist, ganz Großbritannien mit diesem Netz zu umstricken und auf den Erfolg hofft, da ja, meint er, die Engländer nicht so unvernünftig sein würden, ihn daran zu hindern.
Herr Dr. Wiseman, eine ganz fürchterliche Person, die sehr dazu beigetragen hat, den Katholizismus in England wieder einzuführen nach der Oxford-Bewegung 1833, der um die 1850er Jahre die ganzen Diözesen wieder aufgerichtet hat in England. Das ist dieser hier auf einem Foto. Ja, im 19. Jahrhundert konnte man schon Fotos schießen. Und hier sehen wir sogar eine Schule, die nach ihm benannt ist und die sein Wappen trägt. Das ist also das Wappen des Dr. Wiseman. Und wir nehmen mal dieses Foto hier mit rein, das ist er selber. Ja? Es ist demnach nicht Dr. Wisemans Schuld, wenn die evangelische Christenheit mit der Sache, um die es sich handelt, so unbekannt bleibt als bisher. Und ist wohl der Mühe wert zu überlegen, welches die Lage eines von dem kanonischen Gesetze geknebelten Landes sein muss. Ohne auf alle Verhöhnungen der einfachen Wahrheit, die sich in diesem das ganze Papsttum als Regierungssystem theoretisch darstellenden Kodex finden, einzugehen, wollen wir uns darauf beschränken, nur die wichtigsten, auf den Suprimat bezüglichen Bestimmungen, auf welche auch gerade in der gegenwärtigen politisch-kirchlichen Lage Europas es am meisten ankommt, hervorzuheben. Wir werden dabei wenig mehr zu tun zu haben, als die Hauptverordnungen aufzuführen und wollen es diesen selbst überlassen, sich dem reiferen Bewusstsein der Nationen von Duldung und Gerechtigkeit zu empfehlen. Die schon erwähnten falschen Dekrete Isidors, ja, die pseudo-isidorischen Dekretale, wie ihr sie kennt, lieferten die würdige Grundlage für jene Fabrik unerträglicher Tyrannei. Nach Vorgang einiger früheren und kleineren Sammlungen im 10., 11. und 12. Jahrhundert beschenkten Gratian, ein Mönch aus Bologna, Gratian und das Kirchenrecht in der mittelalterlichen Theologie, da kann man sich ein wunderbares Buch zu runterladen, den Link, den habe ich hier mit bei. Und ich habe von Gratian auch ein Bild, dann ersetzen wir jetzt mal den Wiseman durch den Gratian, Abbildung des Decretum Gratiani, das nehmen wir mal hier. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild dafür, was man nehmen kann aus dem dunklen Mittelalter. Das ist natürlich alles in Lateinisch, was dabei steht. Also, beschenkte Gratian, ein Mönch aus Bologna, um 1150 zuerst die Welt mit einer größeren Decretum Gratiani betitelt. Also das sehen wir hier im Bild stehen. Antichrist Papst Eugenius III. Approbierte dieses Werk, also genehmigte es für die römisch-katholische Kirche, welches sofort das höchste Ansehen in der abendländischen Kirche erlangte. Es veraltete aber auch sehr schnell durch das schnelle Wachstum der päpstlichen Macht und dem emsigsten Fleiß der Sammler und Liebhaber dieser beglückenden Dekrete war es nicht möglich, mit der Windeseile Schritt zu halten, in welcher die Päpste sie über die Welt schleuderten. Antichrist Innozenz III. Und Honorius III. Zahlreiche Reskripte und Dekrete ließ Gregor IX. Durch den Dominikaner Raimund von Penaforte zusammenstellen und veröffentlichen und ermangelte nicht, diese Sammlung durch eine hinreichende Zutat eigener unfehlbarer Entscheidungen zu vervollständigen. Mit diesem wesentlichen Teile des kanonischen Gesetzes, welcher eine große Menge teils juristischer, teils administrativer Bestimmungen für die Regierung der Kirche enthält, hatte aber die Unfehlbarkeit ihrer Anstrengungen noch nicht erschöpft. Antichrist Bonifaz VIII. Fügte 1298 einen sechsten Teil von ihm selbst, der sechste genannt, hinzu. Eine Ladung von Dekretalen erließ Clemens V. 1313 unter dem Titel Clementinen. Ja, hier erinnert sich unser Bruder Maxiker noch an die Clementinen aus dem Buch vom Romanismus und die Reformation. Nein, es sind keine Früchte, sondern es sind die Schreiben von Papst Clemens V., wie wir damals auch schon geklärt hatten. Aber das nennt man halt Clementin, wie diese wunderbaren Herbstfrüchte. Johann der 22. fügte 1340 die extravaganten Bestimmungen, welche über die früheren hinausgehen, hinzu. Gleicherweise taten die folgenden Päpste, bis auf Sixtus IV., und ihre Zugaben führten den Namen Extravagantes Communes. Ja, da habe ich auch ein Bild von, mal eben sehen, Papst Clement V., mal eben sehen, dass ich das Bild uns eben hier mit, Entschuldigung, das dauert eben, muss ich das nicht alles tippen, dass ich uns das Bild hier mit reingebe, und dann können wir uns das Bild gleich mal anschauen. Ah, ich habe aber gesagt, lang hier, was ist denn? Das hier.
nehmen wir das Buch, naja, das sagt nicht so viel aus, nehmen wir das Bild vom Papst Clemens dem V. So, haben wir das Bild hier mit bei, Papst Clemens der V. Also, dem seine Zugaben heißen dann Extravagantes Communes, also gemeinschaftliche Extravaganten. Der Überfluss an unfehlbaren Gesetzen. Wenn die Gesetze unfehlbar sind, warum gibt es da so viele von? Da muss es doch nur wenige geben. Ich würde vorschlagen 10. Was denkt ihr davon? Aber das ist ein anderer Gott, nicht der des römischen Katholizismus. Der Überfluss an unfehlbaren Gesetzen war fast zu groß, um die Welt zu regieren. Und in der Tat ist seit dem Ende des 15. Jahrhunderts dem Kodex nichts mehr hinzugefügt worden. Geschlossen kann man darum freilich diese Fabrik noch nicht nennen. Und das kanonische Gesetz hat wie der Kölner Dom seinen Kran auf der Spitze. Das heißt, es kann in jedem Augenblick weitergebaut, keinen, Entschuldigung, wie der Kölner Dom keinen Kran, das hat so lange gedauert, bis man den Gesetz hatte, ne? Damals also hatte er noch keinen Kron, nicht seinen, keinen, Entschuldigung, ab und zu lese ich hier mal einen verkehrten Buchstaben, das kann mal passieren. Hat keinen Kran auf der Spitze, das heißt, es kann in jedem Augenblick weitergebaut, ein neuer Teil durch Ordnung des gesamten, in den letzten 4 Jahrhunderten reichlich angehäuften Materials hinzugefügt werden. Naja, Sie sollten den Hahn da mal oben draufsetzen und dann kann man das darunter zumindest einen Haufen nennen, den der Hahn gesetzt hat, weil was anderes sind diese ganzen Gesetze in meinen Augen sowieso nicht, als ein ganz großer Haufen Mist. Solange Rom existiert, muss auch sein Kanon wachsen. Und jede neue Überlieferung ist ein neues Stück Gesetzbuch. Hier gehen wir kurz in eine Fußnote rein, in der der Autor uns noch etwas extra mitteilt. Er sagt, diese Ansicht vom kanonischen Gesetz ist entnommen dem Horae Juridicae Successivae von Butler, ein Buch von 1807, daraus ein Zitat. Die neue Periode des kanonischen Gesetzes, so sagt Butler, beginnt mit dem Konzil von Pisa in 1509 und reicht bis auf den heutigen Tag. Seine Hauptteile sind Bestimmungen der neueren allgemeinen Konzilien, besonders des Tridentinischen. Die verschiedenen Verträge und Konkordate zwischen den Fürsten und dem römischen Stuhle, die Bullen der Päpste und die Bestimmungen ihrer Kanzlei. Das ist eine gar nicht so unwichtige Fußnote, weil sie holt zwei Dinge hier, die ich persönlich sehr wichtig finde, mal eben deutlich an. Die Hauptteile von dem Schreiben von Butler hier sind die Bestimmungen der allgemeinen Konzilien, besonders des Tridentinischen. Und wir wissen, dass das Tridentinische Konzil, also das Konzil von Trient, das von Jesuiten 1545 ins Leben gerufen wurde, 1563 endete und 125 Verfluchungen gegenüber protestantischen Lehren beinhaltet, heutzutage immer noch genauso gültig ist wie vor knapp 500 Jahren. Das nichts dran verändert. Jedes weitere Konzil, das hinterher kam, das waren nicht mehr viele. Vor allen Dingen dann das Vatikanische Konzil 1870 und das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren, haben das Konzil von Trient nur bestätigt. Selbst das Ökumenische Konzil von 1962 bis 1965 hat Trient bestätigt. Es ist von Trient nichts weggenommen. Die Verfluchungen gelten noch, dieselben kanonischen Gesetze gelten noch, dieselben Gesetze gegen Heretiker, also Andersdenkende als die der römisch-katholischen Kirche, sind immer noch in Bestimmung. Ja? Und auch die verschiedenen Verträge und Konkordate zwischen Fürsten und dem römischen Stuhle, da hatten wir doch auch schon eher drüber gesprochen. Wir hatten doch unter anderem das Konkordat in Spanien 1851 angeholt, das dann durch einen Aufstand nicht gleich durchgedrückt wurde und 1853 dann doch in Wirkung trat. Und wir haben natürlich auch gelesen, dass Deutschland auch ein Konkordat hat, 1933 mit dem Vatikan abgeschlossen und das heute immer noch gilt. Ja, da muss man sich doch fragen, ist Deutschland nicht die Fortsetzung des Dritten Reichs, wenn dieselben Gesetze noch gelten? Und verarschen die uns nur in diesem Land? Ja, also ich meine, die Antwort ist deutlich ja. Der allgemeine Suprimat, sagt der Historiker Hallam, den die römische Kirche im 12. und 13. Jahrhundert über das Menschengeschlecht erlangte, wurde durch die Veröffentlichung des kanonischen Gesetzes wesentlich unterstützt. Die Obmacht kirchlicher Autorität über die weltliche oder doch die vollständige Unabhängigkeit der Ersteren muss als der Schlüssel zu jedem Abschnitt des kanonischen Gesetzes angesehen werden.
Es wird zum Beispiel ausdrücklich erklärt, dass Untertanen einem exkommunizierten Könige vor seiner Wiederversöhnung mit der Kirche keinen Eid zu halten brauchen. Und in dem Eingange, zu der die Absetzung Friedrichs II. Dekretierten Bulle, wird behauptet, dass der Papst aus gesetzlichen Ursachen den Kaiser entthronen dürfe. Mal gucken, ist hier wieder ein Bild oder was ist der Text hier? Ach, nur, dass ich es lesen kann, Gavazzi. Gut. Also, nehmen wir nochmal eben das Bild der Lesung hier mit rein und dann fahren wir fort. Zitat. Das Prinzip dieses Kodex, ja, den man in der Kunstsprache dunkler Zeitalter kanonisches Gesetz nannte, sagt Gavazzi, das Prinzip dieses Kodex besteht darin, dass jedes menschliche Recht, jeder Anspruch, jedes Eigentum, jede Freiheit und jedes Gefühl, welches von dem Papsttum abweicht, eben darum dem Himmel und Gottes ewiger Gerechtigkeit entgegenstehe. Ende Zitat. Jedes menschliche Recht, das vom Gefühl, welches dem jedes menschliche Recht, das von dem des Papsttums abweicht, ist also mit anderen Worten kein Recht mehr. Und jetzt verstehen ihr vielleicht auch, warum es sowas gibt wie humanitäre Gesetze, ja, Menschengesetze, Menschenrechte. Aha, wo stehen denn in der Bibel die Menschenrechte? Wo steht denn in der Bibel überhaupt irgendwas von Rechten, die wir haben? Ich weiß, ich habe den Punkt schon mal angeholt, aber es gibt ja immer wieder neue Zuschauer. In der Bibel steht überhaupt nichts drin, dass wir irgendwelche Rechte haben. In der Bibel steht drin, dass wir Pflichten haben. Das muss ja auch so sein, weil wir sind geschaffene Geschöpfe. Die haben keine Rechte, die haben Pflichten. Vor allen Dingen haben sie die Pflicht, ihrem Herrn und Meister, ihrem Schöpfer Gott zu gehorchen. Ja? Der Papst sagt dann natürlich, er ist der Vertreter dieses Gottes hier auf Erden, ihm müssen sie gehorchen. Und er erlässt dann Rechte für uns, die aber alle in Einklang sind mit seinem römisch-katholisch-kanonischen Recht. Und sobald man sich selber das Recht rausnimmt, nicht konform dem römisch-katholischen Recht zu sein, steht man außerhalb des Rechtsraumes. Und dann ist man ein Ketzer. Dann ist man vogelfrei. Dann darf man von der römisch-katholischen Kirche getötet werden. Und es ist sogar noch eine löbliche Tat, einen Abtrünnigen zu töten. Das steht so im kanonischen Recht und ist heute immer noch gültig. Ja? Und dieses Gesetz in England einzuführen, ist nach Dr. Wisemans eigenem Geständnis der Hauptzweck der ganzen päpstlichen Aggression. Da haben wir ihn wieder, den wunderbaren Herrn Wiseman. Wir wollen zu Nutz und Frommen aller damit bedrohten evangelischen Staaten es selber hören, über geistliche und bürgerliche Jurisdiktion und Akt davon nehmen, wie es die Welt unter die Herrschaft der alles verzehrenden, weder rein weltlichen noch rein geistlichen, eben der päpstlichen Gewalt stellt. Die jetzt folgende Aufzählung lädt ein zu einer Besprechung des hier Gelesenen. Also wer möchte, der meldet sich bitte, während ich diese Punkte vorlese. Weil da gibt es sicher Dinge, wo der ein oder andere sagt, oh, da möchte ich doch mal gerne was zu sagen. Deswegen ist dies eine offene Lesung und ich lade euch jetzt nochmal herzlich ein, eure Mikrofone aufzumachen, wenn ihr was zu sagen habt und zu diesen Punkten mal Stellung zu nehmen. Punkt 1. Die Verordnungen der Fürsten stehen nicht über den Kirchlichen, sondern sind ihnen untergeordnet. Ja, das sehen wir zum Beispiel in der Flagge des Vatikan mit den zwei Schlüsseln. Der goldene, der die geistige Macht repräsentiert, der über der weltlichen, über dem silbernen, der die weltliche Macht repräsentiert, liegt. Und die beiden sind zusammengebunden mit einem roten Band, das heißt mit Blut. Mit anderen Worten, aus der Flagge des Vatikan geht bereits deutlich hervor, dass die geistige über der weltlichen Macht herrscht und dass diese Herrschaft mit Blut besiegelt ist. Kein kaiserliches Gesetz kann ein kirchliches aufheben. Also mit anderen Worten, kein weltliches Gesetz kann ein geistiges Gesetz aufheben oder kann gegen ein geistiges Gesetz bestehen.
ganz interessant ist, wenn man das jetzt mal im Auge der Schöpfungsgeschichte oder der Evolutionstheorie sieht. Wir wissen aus dem Verständnis heraus, dass Geist Materie schaffen kann, aber dass Materie keinen Geist schaffen kann. Also kann ein kaiserliches Gesetz, das ja Materie ist oder aus der Materie kommt, von dem Menschen kommt, kein kirchliches Gesetz aufheben, das ja eigentlich ein geistiges Gesetz ist. Punkt 3. Bürgerliche Gesetze dürfen den guten Sitten und den Bestimmungen der römischen Prälaten nicht widersprechen. Also wer jetzt nicht in Lachen ausbricht und sich fragt, die guten Sitten der römischen Prälaten? Welche Sitten sind das denn bitte, die bei denen gut sind? Oder wer bestimmt denn bitte schön, ob es gute oder schlechte Sitten sind? Gott oder der kleine Gott in Rom? Was den Priestern gehört, dürfen Könige nicht in Anspruch nehmen. Die königlichen Gerichtshöfe sind der priesterlichen Gewalt unterworfen. Also wieder, geistige über der weltlichen Macht. Alle Anordnungen des apostolischen Stuhles sind unverletzliche Gesetze. Oder mit anderen Worten, alle Anordnungen der Fürsten- oder Königsgesetze sind verletzliche Gesetze. Das Joch, welches der Heilige Stuhl auflegt, muss getragen werden, selbst wenn es unerträglich scheint. Was sagt Jesus denn zu dem Joch? Matthäus Kapitel 11, Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn man das jetzt versteht und 180 Grad umdreht, dann weiß man, was der Papst sagt. Denn sein Joch ist nicht leicht. Er ist nicht sanftmütig. Bei ihm werden wir niemals Ruhe für unsere Seelen finden. Wir wissen ja nicht mal, ob wir erlöst sind oder nicht. Weil Erlösung in der römisch-katholischen Kirche findet ja statt durch Werke, nicht durch Gnade. Die Dekretalbriefe sind der Heiligen Schrift gleichzuhalten. Also wenn das nicht Blasphemie ist, dann weiß ich es nicht. Wir haben ja bereits schon mal kurz die Pseudo-Dekretalbriefe von Isidor erwähnt. Und die sind der Heiligen Schrift gleichzuhalten. Und im Zweifelsfall, das füge ich jetzt hinzu, aber das könnt ihr auch irgendwo nachlesen, im Zweifelsfall steht dann die kirchliche Lehre über der Heiligen Schrift. Weil die römisch-katholische Kirche sagt von sich selber, dass die Heilige Schrift nicht die höchste Autorität ist, sondern es ist die Heilige Schrift und die kirchliche Tradition, aber die kirchliche Tradition ist der Schrift vorzuziehen. Nächster Punkt. Keine weltliche Gewalt kann je den Papst lösen oder binden. Also mit anderen Worten, der Papst ist der Richter eines jeden Menschen, kann aber von keinem Menschen gerichtet werden. Der Kaiser hat über die Handlungen der Päpste nicht zu urteilen. Nochmal, das Weltliche hat keinen Einspruch auf das Geistliche. Der Kaiser muss dem Papst gehorchen und hat ihm nichts zu befehlen. Na, das war ja eine rege Beteiligung. Dann lesen wir weiter. Obschon diese Proben genügen dürften, die von den kanonischen Gesetzen dem Papste beigelegte und durch sein angeblich göttliches Recht vermittelte Gewalt in ihrem wahren, jede andere Autorität vernichtenden Charakter darzustellen, wollen und können wir uns doch nicht versagen, zur Bestätigung unserer Ansicht, dass es für den Erfolg einerlei sei, ob man dem Papste direkte oder indirekte weltliche Gewalt beilege, noch folgende Bemerkungen Reifenstühls aus seinem Buch über das kanonische Gesetz von 1831 aus Rom anzuführen.
ja, Reifenstuhl, ich hatte Probleme, den Namen zu lesen. Und da geht es um Johann Georg Reifenstuhl. Da lese ich euch auch gleich ein bisschen was vor. Ich sorge nochmal eben dafür, dass wir das Bild eben mit reinnehmen. Dann wollen wir uns das Bild von dem Reifenstuhl eben anschauen. Das müsste dann ja hier drin stehen. Ja, gut, wir haben kein Bild von ihm selber, sondern nur von seinem Werk. Das hier dürfte ganz gut sein. Ja, das kann man sehr gut sehen, ne? Das mache ich noch ein bisschen größer. Seht ihr, da kann man das wunderbar sich in der Zwischenzeit anschauen. Reifenstuhl. Also ich lese das jetzt vor, weil es hier eben darum geht, den Satz nochmal eben kurz wiederholen, dass wir gut wissen, worum es geht und warum ich den Reifenstuhl vorlese. Ne? Dass es also für den Erfolg einerlei sei, ob man dem Papst direkte oder indirekte weltliche Gewalt beilege, noch folgende Bemerkung Reifenstuhls aus seinem Buch über das kanonische Gesetz anzuführen. Also wollen wir eben sehen, wer dieser Reifenstuhl war. Reifenstuhl, Johann Georg R., genannt Anaklet, war ein Kanonist und Moraltheologe. Hallo, da müssen bei jedem, der meine Videos ein wenig kennt, sofort alle Alarmglocken schrillen. Moraltheologe, Liguori, Busenbaum, Suarez, etc., etc., etc. Leute, die die Moral, die Gott gegeben hat, 180 Grad ins Umgekehrte verdrehen und eben uns eine Moral verkaufen, die des Teufels ist. Er wurde geboren 1641 zu Tegernsee, zu Freising. Ich gehe mal davon aus, dass es in Bayern ist. Derselbe trat am 3. November 1658 in den Franziskanerorden zu Freising ein, wo er nach Papst Anaklet benannt wurde, machte die Studien im Ordenshause und war in demselben seit 1665 Lektor der Philosophie, also griechische Lehre. 1667 bis 68 in Landshut, bis 1671 im Franziskanerkloster in München, also wieder mal schönstes, tiefstes Bayern, und bis 1678 eben da als Lektor der Theologie. 1678 bis 83 wirkte er als Bewacher des im Franziskanerkloster in Weilheim, bis er im Jahre 1683 Professor des kanonischen Rechts am bischöflichen Lyzeum in Freising wurde. Also bis man es zum Professor im kanonischen Recht geschafft hat, hat man schon einige ganz schön ungöttliche Wege und christliche Wege abgelegt, das kann ich euch garantieren. Dieser Beschäftigung blieb sein Leben gewidmet. Außerdem hat er durch Ordnung und Katalogisierung der Bibliotheken des Bistums und Kapitels, deren wertvolle Handschriften und so weiter der Münchner Bibliothek einverleibt sind, sich Verdienst erworben. Schriften Vita S. Francisci Solani, München 1676, und Deutsch das De Cerenoibus et Tribius Ecclesiastis, ein viel gebrauchtes Buch, ist Theologica Morales, also die theologische Moral, das heißt Gottesmoral, weil Theologie ist die Studie von Gott, nicht wahr? München 1692, 4 mit Zusätzen von Kresslinger und so weiter und so weiter. Seine eigentliche literarische Bedeutung liegt in dem Werke Jus Canonicum Universum. Und das ist das, was wir hier groß im Bild nebenan sehen. Das zuerst in Freising 1700 in 6 Foliobänden erschien, bis 1755 11 in verschiedenen gedruckten Auflagen erlebte und zuletzt im Auszuge als Editio Compendiaria ad Usum Seminarorium zu Paris 1853 in 3 Bänden in 3 Bänden, 12. Auflage, erschien. Es behandelt den Stoff in der Ordnung der Dekretalen Gregors des Neunten. Und da hatten wir ja schon bereits drüber gesprochen, dass die Dekretale Gregors des Neunten sich aufgebaut haben auf Gregor dem Siebten, Hildebrand, der seine Dekretale wiederum aufgebaut hat auf den pseudo-isidorischen Dekretalen. Es behandelt also den Stoff in der Ordnung der Dekretalen Gregors des Neunten innerhalb der einzelnen Titel nach der längst hergebrachten Weise systematisch in verschiedenen Fragen. Seine Gewährsmänner sind von älteren nur Hostiensis und Durantes, dazu die Kommentatoren seit dem 15. Jahrhundert, besonders Panormitanus. Vollständigkeit der Darstellung, Berücksichtigung fast aller für das Rechtsleben wichtigen Fragen, eingehende Herbeiziehung des Konzils von Trient. Darauf ist also hier wieder einmal die römische katholische Moraltheologie gebaut. Auf einem Konzil, das 125 Verfluchungen gegenüber bibeltreuen Christen ausspricht. Ja? Also, Berücksichtigung fast aller für das Rechtsleben wichtigen Fragen,
eingehende Herbeiziehung des Konzils von Trient, der päpstlichen Konstitutionen, also Verfassungen, und der Entscheidungen der römischen Behörden machen das Werk zu einem tatsächlich höchst brauchbaren, nicht bloß für seine Zeit. Die Frage ist, wer es gebrauchen kann. Aus diesem Grunde ist erklärlich, dass es bis auf die Gegenwart sich eines großen Ansehens, namentlich auch bei den römischen Behörden, erfreut und von den späteren Kanonisten reichlich benutzt, ja, vielfach ausgeschrieben wird. Reifenstühl gebührt wegen dieses Werkes unter den Kanonisten alten Schlags der neueren Zeit einer der ersten Plätze. Also mit anderen Worten, seine Arbeit ist sehr hoch angesehen in den Rechtskreisen der römisch-katholischen Kirche. Ein Zitat aus dem Werk. Der Oberpriester oder Papst darf Kraft der unmittelbar in geistlichen Dingen ihm zustehenden Gewalt zum Heile der Seelen und zur rechten Regierung der Kirche kirchliche Bestimmungen für die ganze christliche, also sprich katholische, Welt treffen. Es muss jedoch zugestanden werden, dass dem Papst als dem Stellvertreter Christi auf Erden und allgemeinen Hirten seiner Herde indirekt zum Besten der Kirche eine gewisse höchste Gewalt zu richten und über alle irdischen Güter aller Christen zu verfügen, notwendig zukommt. Mann, das ist so wichtig, dieser Satz, der hier steht. Der ist so wichtig im Lichte von der päpstlichen Bulle Caritas in Veritate von, schlag mich tot, 2005, 2008, von Benedikt dem 16. damals rausgebracht. Ja? Was besitzen wir denn? Haben wir überhaupt Recht auf Eigentum, wenn wir diesen Satz hier lesen? Ich lese es nochmal vor. Wir müssen das wirklich gut verstehen. Es muss jedoch zugestanden werden, dass dem Papst als Stellvertreter Christi auf Erden und allgemeinen Hirten seiner Herde indirekt zum Besten der Kirche eine gewisse höchste Gewalt zu richten und über alle irdischen Güter aller Christen zu verfügen, notwendig zukommt. Also wenn der Papst das Recht hat, über alle irdischen Güter zu verfügen, dann besitze ich gar nichts. Kaufe ich dann das Haus, wo ich eine Mortgage, ein Todeskredit für bezahle, eine Hypothek? Ist das denn mein Haus? Naja, kauft mal ein Haus und dann bezahlt ihr mal ein, zwei Jahre eure Grundsteuern nicht. Dann wollen wir mal sehen, ob das noch euer Haus ist oder wie schnell das weg ist. Mit diesem Satz wird ganz deutlich gemacht, dass anstelle, also der Papst, der an höchster Stelle in der römisch-katholischen Kirche sitzt, dass die römisch-katholische Kirche durch den Papst alle irdischen Güter darüber verfügen kann. Und wenn ich über alle Güter verfügen kann, dann sind sie meins. Erinnert ihr euch noch an die Videos, die ich gemacht habe, an die Lesungen, wo ihr vielleicht auch mit bei wart, über Miranda Prorsus und Inter Mirifica? Wo die römisch-katholische Kirche bei Inter Mirifica in Person von Papst Johannes dem 23. 1963 sagt, es ist das ursprüngliche Recht der Kirche, um alle Medien zu besitzen und alle Leute, die in der Medienwelt arbeiten, auszubilden und zu kontrollieren, weil das steht in Inter Mirifica drin, nichts anderes. Da steht drin, dass jeder, der in irgendeiner Art und Weise auch nur in der Unterhaltungsindustrie arbeitet, also in der Filmwelt oder in der Buchwelt oder in der Medienwelt, ob das jetzt ein Redakteur ist, ob das ein Journalist ist, wer dann auch immer, die müssen alle einen römisch-katholischen Hintergrund haben. Sie müssen alle römisch-katholisch ausgebildet sein. Sonst kriegt man da keinen Job. Und deswegen findet man auch so wenige, die etwas sagen, was außerhalb des römisch-kanonischen Rechtes im Grunde dann ist. Also wenig Leute, die mal wirklich das Maul aufmachen. Und hier, also Inter Mirifica ist jetzt etwas über 100 Jahre später, nachdem wir dieses hier lesen, aber hier steht über alle irdischen Güter, dass der Papst tatsächlich das Recht hat, über alle irdischen Güter zu verfügen. Was gehört mir denn dann? Ja, das, wie es auch gesagt wird in dem enorm gotteslästerlichen Film Das Leben des Brian, du kommst mit nichts, du gehst mit nichts,
Was hast du also verloren in der Zwischenzeit? Nix. Eben, es gehört alles dem Papst. Aber wir fahren mit unseren Anführungen fort. Oh, wir sind ja noch lange nicht zu Ende. Das Kapitel geht noch eine ganze Weile. Wir bestimmen, das ist römisch-katholisch-kanonisches Recht, meine Lieben, aus dem Schreiben des Jus Canonicum Universum von dem Herrn, ich komme jetzt gerade wieder auf seinen Namen da, komischer Name, wurscht. Wir bestimmen, dass Könige, Bischöfe und Edle, welche die Verletzung der Dekrete des römischen Bischofs auf irgendeine Weise zugeben, verflucht und vor Gott für immer der Abweichung vom katholischen Glauben schuldig sind, also mit anderen Worten exkommuniziert sind und niemals das Himmelreich sehen können. Der römische Bischof kann Kaiser und Fürsten exkommunizieren, absetzen und ihre Untertanen des Eides entbinden. Der Bischof zu Rom kann nur von Gott gerichtet werden. Wenn der Papst sein eigenes und anderer Menschen Heil vernachlässigen und so für alles Gute verloren sein sollte, dass er unzähliges Volk haufenweise in die Hölle und zu ewigen Qualen mit sich hinabzöge, so darf doch kein Sterblicher es sich herausnehmen, ihn zu tadeln, weil er alle richtet und von niemandem gerichtet wird. Leute, das ist keine Märchenstunde, das ist keine Witzsendung hier. Das ist tatsächlich gültiges römisch-katholisch-kanonisches Recht, das sich jedes Land unterwirft, das ein Konkordat unterzeichnet. Getrost darf man behaupten, dass diese Sätze, deren letzter ein wahres Triumphlied antichristlicher Anmaßung ist und in der Spannung der Behauptung bis zur Absurdität fortschreitet, schlechthin unübertreffbar und keiner Steigerung mehr fähig sind. Nun noch einige Sätze über die Machtvollkommenheit des Papstes, Eide zu lösen und Untertanen von ihrer beschworenen Pflicht zu entbinden. Der römische Bischof besitzt die Macht, von Eid, Verpflichtung, Dienstleistung, Versprechen und Vertrag die Provinzen, Städte und Heere solcher Könige, die sich gegen ihn empören, zu entbinden, um alle ihre Gefolgsleute und Lehnsträger von ihnen zu lösen. Die päpstliche Autorität kann jedermann seines Untertaneides entbinden. Die Untertanenpflicht bindet niemand an einen exkommunizierten Herrn. Ein gegen das Beste der Kirche geschworener Eid bindet nicht, ist kein Eid, sondern ein Meineid. Also jedwelcher Eid, der geschworen wird gegen die Kirche, ist ein Meineid für die Kirche. Null und nichtig, existiert nicht. Jetzt noch ein Blick auf die kanonische Lehre von Steuerfreiheiten der Kleriker. Jetzt wird's lustig. Es ist ungesetzlich, wenn Laien Steuern oder Hilfsgelder auf den Klerus legen. Ich höre keinen Aufschrei hier, es wundert mich langsam. Wenn Laien aber die kirchliche Steuerfreiheit antasten, sollen sie erst ermahnt, dann exkommuniziert werden. Nur in Zeiten großer Bedrängnis darf der Klerus mit Erlaubnis des römischen Bischofs dem Staate Beistand leisten. Da kann man sich ja fragen, wer eigentlich verantwortlich ist für die Steuern, ne? Die Kirche nämlich, der Staat, er treibt nur ein. Und deswegen gibt es ja auch dieses Interview von der ehemaligen Weltbank-Mitarbeiterin Karen Hudes, die in verschiedenen Sendungen gesagt hat, dass 60% der amerikanischen Einkommensteuer, also der Einkommensteuer, die die Amerikaner bezahlen, 60% direkt an den Jesuitenorden abgeführt werden. Zu 100% die 60%. Ja. Wie es bei uns ist, da kann man jemanden raussuchen. Aber es geht noch weiter. Ich könnte sie beinahe nennen, die päpstliche Märchenstunde ist noch nicht vorbei. Das Problem ist nur, in diesem Märchen leben wir tatsächlich. Kein Laie
darf über einen Geistlichen zu Gericht sitzen. Jetzt wisst ihr, warum Priester, die sich der Pädophilie strafbar gemacht haben, an ihn zuvertrauten Seelen, entweder dadurch, dass die in ihrer Parochie irgendwie an dem geistigen Leben teilnehmen, oder weil sie in Heimen einsitzen oder in Schulen oder sonst wo missbraucht wurden dann, warum diese Geistlichen niemals vor ein weltliches Gericht gestellt werden. Weil kein Laie, also kein Nicht-Klerus-Mitglied, darf über einen Geistlichen zu Gericht sitzen. Weltliche Richter, welche in dem verdammlichen Mahne dazu berechtigt zu sein, es wagen, Priester zur Bezahlung ihrer Schulden zu zwingen, sollen durch geistliche Zensuren daran gehindert werden. Das, meine Lieben, ist die Macht der Kirche. Wenn ich so einfältig bin, dass ich diesen römisch-katholischen Schwachsinn glaube, dass ich nur durch das Tun der Sakramente, also der Werke in der römisch-katholischen Kirche und die Gnade des Papstes meine Erlösung erlange, dann muss der Papst mir das nur wegnehmen und ich stehe da und gehe am Ende leer aus und gehe erst in das Fegefeuer, das ist natürlich eine andere falsche Lehre der römisch-katholischen Kirche, und wenn ich aus dem Fegefeuer rauskomme, gehe ich direkt in die Hölle. Wenn ich das vermeiden will, dann muss ich mich mal besser an diese Gesetze halten. Deswegen haben diese Gesetze, die hier so stehen, auch so lächerlich sie für uns als Christen sind, deswegen haben die solch eine Wirkung in dieser Welt. Deswegen halten sich die Leute daran. Weil sterben will im Grunde niemand. Sie wollen alle gerne die Erlösung haben. Nur sind sie betrogen und streben sie einer Erlösung innerhalb der römisch-katholischen Kirche nach, wovon die römisch-katholische Kirche von sich selbst sagt, außer ihr gibt es keine Erlösung. Wie Papst Boniface VIII. 1302 in Unam Sanctam bereits sagte, es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Punkt aus. So, und wenn ich dann hier gegen die Gesetze verstöße, ja, weltliche Richter, welche in dem verdammlichen Wahne dazu berechtigt zu sein, es wagen, Priester zur Bezahlung ihrer Schulden zu zwingen, sollen durch geistliche Zensuren daran verhindert werden. Das heißt, diesem Richter nehme ich dann seine Erlösung. So, und wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt werde als Richter, ewiges Leben oder ewige Verdammnis, weil die Kirche mich verdammt, ja, dann wähle ich doch lieber das ewige Leben. Also tue ich, was der Papst sagt. So erreicht man Hörigkeit. Der Kirche gehöriges Geld nehmen ist ein dem Morde gleich zu achtendes Verbrechen. Wer sich Ländereien der Kirche zueignet, wird exkommuniziert und muss sie vierfach zurückerstatten. Das Eigentum der Diözesen und Abteien darf ihnen auf keine Weise entfremdet werden. Sogar der Papst darf der Kirche keine Ländereien nehmen. Da lesen wir dann noch in einer kleinen Fußnote. Man sieht übrigens, dass, um des Besitzes willen es erlaubt ist, sogar in die Konsequenz der Unfehlbarkeitslehre ein Loch zu machen. Also wenn es um Geld geht, dann versteht selbst das römisch-kanonische Recht keinen Spaß. Dann ist sogar die Unfehlbarkeit des Papstes auf einmal antastbar. Wir haben gerade eben noch gelesen, der Papst kann machen, was er will. Er kann ein böser Mensch sein, der Hunderte, Tausende von Seelen mit sich in die Verdammnis zieht. Aber wir dürfen ihn nicht richten. Nee, aber wehe, er vergreift sich am Eigentum der römisch-katholischen Kirche. Ja? Das Eigentum der Diözesen und Abteien darf ihnen auf keine Weise entfremdet werden. Sogar der Papst darf der Kirche keine Ländereien nehmen. Das heißt, da ist ja auch der Gemeinnutz geht ja auch für Eigennutz da. Das heißt, das Wohl der römisch-katholischen Kirche geht vor dem Wohl des Papstes. Ja. Ne? Das heißt, dieses Caritas in Veritate 2009, ich habe mal nachgeschaut, aber das wäre jetzt ja auch nur konsequent irgendwo, ne? Dass man dann sagt, auch der Papst darf sich nicht am Eigentum der Kirche vergreifen, denn die Kirche oder die Institution römisch-katholische Kirche steht ja über allem und somit also sogar über dem Papst. Das heißt, diese Organisation muss weiter gehegt und gepflegt und ausgebaut werden. Darum geht es ja eigentlich. Ja, aber verstehst du auch die Unlogik darin? Der Papst ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, aber ich kann bei Weise von sprechen, den Gott richten, wenn er
Geld von der Gemeinschaft der Kirche nimmt. Ist doch hanebüchen. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite denke ich mir, glauben die das so nach dem Motto, guck mal hier, wenn eben kein Eigennutz da ist und wenn eben alles der Kirche nur gehört, dann gehört dem Papst auch nichts. Weil der Papst ist zwar Stellvertreter Gottes auf Erden, aber damit braucht er ja eigentlich gar nichts, weil dem gehört ja alles schon. Naja, und, er hat zusammen mit der Kirche das Besitzrecht über alles, wie wir vorher gelesen hatten. Es ist nicht, dass er persönlich es besitzt, aber durch die Kirche da Anspruch auflegt, ja. Ja, aber er ist ja nur, wenn er der Stellvertreter Gottes ist auf Erden, der Nachteil ist ja, er ist sterblich. Und dann muss es ja weitergehen mit der apostolischen Nachfolge. Ja, ich glaube, die römisch-katholische Kirche sagt ja, es hat 266 Päpste bis jetzt gegeben. Also anscheinend ist er ja sterblich, sonst wird es ja nicht so viele gegeben haben. Ne? Ja, eben. Und bis jetzt ist ja, glaube ich, noch keiner, oder? Gut. Aber der Punkt ist doch der, es geht immer um die Institution Kirche per se. Es geht ja gar nicht um den, der regierende Papst ist ja letzten Endes der Stellvertreter, der sein Amt auf den Nächsten weiter übergibt. Aber damit muss er dann auch quasi sicherstellen, dass er dann auch sich nicht selber bereichert in seiner Amtszeit, sondern dass er letzten Endes so im Sinne der Geschäfte der römisch-katholischen Kirche die Geschäfte führt und letzten Endes deren Reichtum und deren ganzen finanziellen liquiden Mittel dann auch erhält. Ich denke, so ist das gemeint. Also und vermehren, ja. Genau. Ich denke nicht, dass sie sich auf den Standpunkt stellen, er wäre nicht unfehlbar. Nach dem Motto, er würde das ja sowieso nie tun, weil er ja unfehlbar ist. Aber es geht einfach darum, glaube ich, mit diesem kanonischen Gesetz hinzugehen und zu sagen, guck mal hier, die Institution Kirche, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Und das ist dann quasi im Sinne der Bulle Caritas in Veritate, finde ich das jetzt nur zwangsläufig in deren Philosophie dann auch folgerichtig. Ne? Will ich gar nicht gegen anstinken, Michael. Nur es ist ja so, wenn der Papst tatsächlich unfehlbar wäre, dann müsste man sowas ja gar nicht in ein Gesetz schreiben. Ja, dann natürlich. Würde der ja nie auf die Idee kommen, das zu machen, verstehst du? Und das ist doch der Witz damit bei. Das heißt, durch diese Dinge in das kanonische Gesetz mit aufzunehmen, widerspricht die Kirche sich ja selber mit ihrer Unfehlbarkeitslehre. Das ist der Punkt, den wir hier, denke ich, rauslehren sollten. Dass die Gesetze so verstrickt sind ineinander, dass die Kirche, wenn man sie genau liest, sich selber widerspricht. Weil ein Papst, der unfehlbar ist, kann sich ja nicht selbst bereichern. Sonst wäre er ja nicht unfehlbar. Aber das Gesetz sagt, sollte der Papst das tun, ja, dann kann man ihn sogar richten. Und ansonsten steht ja, der Papst richtet alle und kann von keinem Menschen gerichtet werden. Tja, interessanter Beitrag auf jeden Fall von dir. Und bringt uns dann auch zum Ende. Ich meine, mittendrin, wo es jetzt gerade so schön wird, muss ich abbrechen. Muss euch leider vertrösten auf in 14 Tagen, wo wir weiterlesen. Ich bin auch gerade so richtig schön in Fahrt, aber wir sind bereits bei über einer Stunde und ich möchte ja eure Aufmerksamkeit nicht überreizen oder eure Aufmerksamkeitsfähigkeit nicht zu weit überreizen. Und außerdem ist das ja ganz schön, wenn man mit so einem interessanten Höhepunkt mal stoppen kann und dann sagt, ah, jetzt darf ich aber ganz sicher die nächste Sendung nicht verpassen. Das hoffe ich auch. Verpasst nicht nur die nächste Sendung nicht, sondern verpasst vor allen Dingen nicht, in der Zwischenzeit das einzige Buch zu studieren, das wirklich wichtig ist in diesem Leben. Das ist nicht das kanonische Recht, das ist nichts dergleichen, das ist einfach nur die Bibel. Von daher, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.